Hi und willkommen zum ersten Quick-Tipp in diesem Jahr. Heute zeige ich euch, wie man AirPods und Vierecktöpfe richtig gießt und somit Fehler vermeidet. Bei der Frage, wie viel man gießen sollte, kann man sich an Folgendem orientieren. Bei AirPods nutzen wir in etwa 15-20% des Topvolumens, bei Vierecktöpfen in etwa 10-15%. Das hängt aber auch mit der jeweiligen Phase und dem Bedarf der Pflanze zusammen. Ist aber ein guter Orientierungspunkt. Bei Jungpflanzen nutzen wir in etwa die Hälfte. So, jetzt zeige ich euch mal, wie man AirPods gießt. Zunächst zeige ich euch jetzt, wie man falsch gießt. Hier sieht man, hier läuft es an der Seite raus, was nicht so ideal ist. Richtig gegossen wird, indem wir die Erde erst anfeuchten, ganz leicht, auch die Seiten. Wir lassen das jetzt nun ein paar Minuten wirken und gießen dann nach. So, die Erde haben wir hier angegossen und jetzt gestaltet sich es auch einfacher beim Gießen. Es zieht es auch schneller ein. Es bilden sich keine Pfützen. Bei Vierecktöpfen gestaltet sich es ähnlich, nur dass hier nichts an der Seite rausläuft. Wie man falsch gießt, so. Diese Pfützen dürfen sich nicht bilden. Deswegen auch hier anfeuchten, ganz leicht einwirken lassen und nachgießen. Was das Thema Wurzelfäule angeht, müsste man sich bei AirPods kaum bis gar keine Gedanken machen. Bei Vierecktöpfen hingegen sollte man lieber weniger gießen als zu viel. Nass ist ein No-Go. Bei AirPods haben wir diese Löcher an den Seiten, wodurch viel Sauerstoff an die Wurzeln gelangen kann und dadurch kaum Wurzelfäule möglich ist.